Also, wie geht's dir? Ich glaube, ich verliere langsam den Verstand. Absolut nachvollziehbar. Und es fühlt sich trotzdem zu wenig an. In mir kochen Millionen verschiedene Emotionen. Die wenigsten davon sind gut. Und die wenigen guten werden für meinen Verstand in Schreckensszenarien verwandelt. Das ist nicht fair. Ich weiß nicht, ob Emotionen fair oder unfair sein können, aber sogar sich so zu fühlen, ist gut. Es zeigt dir, dass du lebst. Ich würde mich gern etwas weniger lebendig fühlen. Das sagen wir alle, bis wir es plötzlich tun. Und dann wünschen wir uns nur, dass wir nicht so leer wären. Es ist nicht schön, sich wieder zu sorgen, Leute zu haben, die wollen, dass es dir gut geht. Vielleicht. Ich hätte nie gedacht, dass andere mir wieder etwas bedeuten könnten. Ich wollte das nicht. Aber es ist einfach passiert. Ja, einfach so, ohne dass ich ein Wort mitzureden gehabt hätte, will ich noch hinzufügen. Unser Herz will, was es will. Und manchmal sehnt es sich eben nach Freundschaft. Aber ich kann verstehen, dass dir das Angst macht. So viel steht auf dem Spiel, vermutlich mehr als du gedacht hättest. Es war einfacher, wegzusehen. Würdest du lieber wegsehen, als deinen Gästen zu helfen, deinen Freunden? Nein. Aber jetzt habe ich Angst, sie zu verlieren. Haha. Was ist so lustig? Hast du mir nicht geschworen, dass du den Tod nicht mehr fürchten würdest? Dass du nichts mehr zu verlieren hättest? Manchmal ist es einfacher, uns selbst zu belügen, als andere, schätze ich. Ich werde jetzt nicht sagen, hab's dir doch gesagt. Es fühlt sich an, als wäre ich in einem endlosen Kreislauf gefangen und könnte ihn nicht verlassen, ohne dass er mich in Stücke reißt. Hilft es dir zu wissen, dass wir uns alle manchmal so fühlen? Nicht wirklich, nein. Dann lass ich dir etwas anderes mit auf den Weg geben. Der Preis von Liebe ist Verlust, aber für die Unausweichlichkeit von Verlust werden wir mit Liebe belohnt. Du kannst nichts verlieren, was du niemals geliebt hast. Und du so solltest du das lieben, was du zu verlieren fürchtest. Darauf kommt es an, die kleinen Momente, die das Leben lebenswert machen. Und außerdem kannst du diesen Kreislauf jederzeit durchbrechen. Kann ich das wirklich? Das hier ist deine Geschichte. Schreib sie nicht so zu Ende, nur weil du glaubst, dass du dieses Ende verdienst. Ich vergesse manchmal, wie gut deine Ratschläge sind. Das macht mich ein klein wenig neidisch. Eines Tages wirst du auch so weit sein. Das hoffe ich. Danke, dass du da warst. Das habe ich gebraucht. Gern doch. Und bitte bleib in Kontakt. Die Sicherheit der Einsamkeit ist den Preis nicht wert. Ich werde versuchen, das im Kopf zu behalten. Und im Herzen. Also, ich habe gehört, dass hier der Nachtmarkt ganz in der Nähe ist und sie würde diese Gelegenheit ungern versäumen. Also lass dich nicht aufhalten. Bis zum nächsten Mal. Pass gut auf dich auf und sei nicht zu streng mit dir selbst.
Warum habe ich eigentlich keine Catchphrase? Naja, das kommt wohl mit dem Alter. Vielleicht im nächsten Jahrtausend. Oha. Hallo. Grüße Reisender. Nette Rüstung. Neu? Nein. Kommt sie dir nicht bekannt vor? Die Blume zumindest. Hast du meine Bücher noch? Ich habe mir diese Note anders vorgestellt, aber er gefällt mir. Danke. Aber ich dachte nicht, dass du noch hier wärst. Immerhin läufst du vor deinem Problem gern davon, nicht wahr? Mir gefällt es hier. Aber jetzt, wo du hier warst, liebäugle ich mit einem Umzug. Es ist ohnehin nicht ratsam, zu lange an einem Ort zu bleiben. Die Vergangenheit holt dich irgendwann ein. Ich weiß. Warum bist du hier, Quasar? Dies und das. Ich habe die Markbuck gesucht. Sie ist um diese Jahreszeit ausgesprochen schön. Für was? Eine kleine Besichtigung. Etwas aus Friedensbruch. Du bist in die Markbuck eingebrochen. So würde ich das nicht nennen. Einbruch ist ausgesprochen unhöflich. Ich war beharrlich. Ich klopfte höflich an die Tür. Doch leider haben Vampire heutzutage keine Manieren mehr. Die Dame des Hauses begrüßte mich mit einem Fauchen und schlug mir die Tür vor der Nase zu. Nicht, dass es mich aufgehalten hätte, doch ich fand es ausgesprochen unhöflich. Also bist du eingebrochen? Es war meine letzte Wahl. Aber ja. Es gab etwas, das mir wichtiger war als meine Manier. Wie erwartet, war sie nicht bereit, sich von ihrem kostbaren Recht zu trennen. Und du hast sie getötet? Ich hätte es getan. Aber nein, sie ist entkommen. Sie löste sich im Nebel auf. Für mich seit jeher die unangenehmste Fähigkeit, die die Vampire besitzen. Aber ich bekam, was ich wollte. Und was war das? Neugierig wie immer, nicht wahr? Ich habe es immerhin zu meinem Beruf gemacht. Neugierig zu sein? So in der Art. Leute reden gerne. Jeden Tag höre ich etwas Neues. Du manipulierst deine Gäste, um dir ihre tiefsten Geheimnisse zu erzählen. Ich manipuliere sie nicht. Ich höre ihnen zu. Ich höre. Was aus Lady Evidence Besitztümern könntest du wollen? Quasi das bringen? Nur ein wenig Blut in Zutat für einen Plan von ungeahnter Größe. Ungeahnte Größe? Wir haben nie große Pläne geschmiedet. Du vielleicht nicht. Du hast dich verändert. Auch wenn du immer noch aussiehst wie früher. Ich musste sicherstellen, dass du mich wiedererkennst.
Wie könnte ich dich jemals vergessen? Du scheinst keine Probleme gehabt, Zorn, alles hinter dir zu lassen. Es war nicht so einfach. Und doch versteckst du dich. Du bist geflohen vor allem, was dir jemals etwas bedeutet hat. Nur um dir in einer schäbigen Taverne ein neues Leben aufzubauen. Bist du deshalb hier, um mit Anschuldigungen um mich zu werfen? Nein, jetzt, wo bald alles vorbei ist. Ich schätze, ich wollte einfach ein letztes Gespräch suchen. Ich bin neugierig, was aus einer der Personen geworden ist, die mich früher begleitet hat. Also, wie geht's dir, alter Freund? Ich fürchte, dass die Welt, wie wir sie kennen, enden wird. Das macht mir keine Sorgen. Alles ist besser als das hier. Für dich vielleicht. Wie geht's dir? Möchtest du das wirklich wissen? Das ist mein Job. Meine Taverne steht jedem offen. Diese Schutzzauber sprechen eine andere Sprache. Sie haben dich durchgelassen, nicht wahr? Also, wie wäre es mit einem Drink? Und dann erzählst du mir, was auf deiner Seele lastet. Also gut. Mal sehen, ob du mich noch so gut kennst wie früher. Und ob du dich daran erinnerst, was ich dir beigebracht habe. Natürlich tue ich das. Oh, was ist denn mit Andu los? Andu? Hast du Angst vor dem Typ dort? Das verstehe ich. Das ist ganz offensichtlich der Bösewicht, den die anderen gerade jagen. Ich weiß auch nicht warum. Ich gebe hier gerade der Kante, den ich mit meiner Stimme sprechen darf, wenn ich hier scheinbar spiele, auf einmal so freundlich zu dem ist. Das ist gerade ziemlich verwirrend hier. Fühl dich an, du. Fühl dich sehr. So viel Charisma. Hurtiger. Aber wenn das mal nicht passt. Andu, du brauchst ein bisschen Stärke, Andu. Ja, sehr viel Stärke. Geht's denn bald besser? Ein bisschen Verteidigung noch dazu. Ach komm, Andu. Ja. Das scheint doch zu sein. Ist nicht der richtige Ding, ich brauche etwas Passenderes. Als ich da, das ist ein Charisma-Drink. Drei Charisma. Soll ich jetzt raten, bis ich das habe? Schlägermeister vielleicht. Schnell hinter uns bin.
Hammer an. Wie wäre es hiermit? Süß und beherzt. Nicht schlecht. Es schmeckt beinahe wie früher. Dachtest du, ich hätte es vergessen? Ja. Ich hatte gedacht, dass du Erinnerungen genauso einfach zurücklässt wie die alte Gefühle. Autsch. In einer Sache haben die Leute allerdings recht. Und das wäre? Deine Drinks können das Schicksal beeinflussen. Sie können niemanden retten. Doch sie können ihnen einen Schubs in die richtige Richtung geben. Ihr Schicksal ändern. So weit würde ich nicht gehen. Ich tue einfach mein Bestes, um meine Gäste in ihrem Unterfangen zu unterstützen. Wirst du mein Unterfangen unterstützen? Wie ich sage, ich bediene jeden, der in meine Taverne kommt. Wie ich gültig. Wie unangenehm grau opportunistisch. Du hast dich kein Deut verändert. Mir gefällt, wie ich bin. Entscheidung für andere treffen, sie ins Verderben schicken. Einfach nur, weil du sehen willst, was ein klein wenig Chaos bewirken kann. Ich helfe ihnen. Natürlich hilfst du ihnen. Du hast schon immer gerne geholfen, wenn es dir etwas genutzt hat, wenn du damit Leute dazu bringen konntest, dich zu mögen. Ich hoffe, deine Hilfe hat dir geholfen, sie zu vergessen. Ich habe sie nicht vergessen. Ach, wirklich? Ich habe monatelang nicht geschlafen. Mein Herz fühlte sich mit jedem Schlag an, als würde es zerbrechen. Ich war allein. Und am Ende, als mein Herz heillos zerbrochen war, gab es nur noch eine Frage. Wie konnte die Person, der ich mein Leben anvertraut habe, mich so im Stich lassen? Wie kann sie es wagen, mich zurückzulassen, allein mit den Sternen? Und der Frage, ob all dieses Blut sich jemals abwaschen lässt. Und wie bei dem falschen Licht der Drachen. Alles, was du mit deiner Freiheit getan hast, die du so hinterlistig erkauft hast, das hier ist. Wir beide haben immer noch Blut an unseren Händen kleben. Es hat sehr lange gedauert, bis ich verstand, dass ich nicht aufgeben musste, dass ich nicht wie du bin, dass die Blut nicht an meinen Händen kleben bleiben muss. Sie sind tot. Nicht mehr lang. Bald werden der Sternregen und die Flut alles wegwaschen, was einst war, und die Tore für einen neuen Morgen öffnen. Ein neuer Tag, ungestört von den Geistern dessen, was einst war. Quasar? Gastwirtin? Warum tust du das? Weil wir es ihnen schulden, meinst du nicht? Dein altes Selbst, das ich kannte, hätte zugestimmt. Mein altes Selbst war ein Narr. Manche Situationen sind hoffnungslos und manche Entscheidungen fallen nie leicht. Wenn man sich nur fest genug vornimmt, ist jede Entscheidung einfach. Wenn ich Cassiopeias Flügel ausreißen müsste, um die Sterne auf Gaia regnen zu lassen. Ein ehrgeiziger Plan. Ich könnte mich dagegen entscheiden. Meinen Plan abbrechen, nur weil die Komplexität mir Angst macht. Oder ich Angst vor den Folgen hätte. Doch nein, ich entscheide mich dafür, meinen Weg zu gehen und ich bekomme, was ich will. Ich gebe nicht auf, ich triumphiere. So einfach ist es. Wenn dir etwas nur genug bedeutet, dann schaffst du es. Egal wie viel Mühe es kostet.
Sie waren alle tot. Aber ich nicht. Haben wir uns nicht geschworen, immer füreinander dabei da zu sein und nie wir allein. Das haben wir. Haben sie nicht dasselbe verdient? Das haben sie. Warum bist du dann hier und sie nicht? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Was haben wir dir bedeutet? Nichts. Wir waren nichts für dich. Unser Zuhause, es hat dir nichts bedeutet. Es ist nicht wahr. Denkst du immer noch über den Sinn des Lebens nach, während du die Sterne betrachtest? Nein, sie sind ja nicht mehr da. Das ist besser so. Ohne sie besteht keine Gefahr mehr, sich an unwichtigen Dingen aufzuhängen. Wie den Gedanken an eine Welt ohne Schmerzen? Eben dies. So naiv. So töricht. Es hat mir alles bedeutet. Lüg mich nicht an. Ich sehe durch deine Maske, deine Tricks funktionieren bei mir nicht. Sieh zu den Sternen, sie liegen da nieder. Eine Erklärung deines Scheiterns, eine Elitige deiner Freiheit. Und ein Testament meiner Ausdauer. Alles ist bereit, denn jeder wird ernten, was er verdient. Sogar deine kleine Ersatztruppe. Bald werden sie nicht mehr sein als eine Erinnerung. Und kommt es dir irgendwie bekannt vor? Sie leben. Ich kann sie retten. Sie leben. In der Tat. Was du dich fragen solltest, ist wie. Und ob du wieder davon rennen wirst, wenn die Zeit kommt. Nein, nicht dieses Mal. Aber du hast sie sehenden Auges in den Tod geschickt, oder nicht? Ich habe sie geschickt, um dich aufzuhalten. Ich weiß. Wo wir gerade davon sprechen, ich sollte gehen, bevor die kleinen Spielfiguren sich mir in den Weg stellen. Gertrude, komm, wir gehen nach Hause. Ah. Der Vogel ist von dir. Interessant. Willst du es mir erklären, warum du die ganze Zeit einen Spion bei mir hattest? Ich habe dir eine Gefährtin geschickt, damit du nicht alleine bist. Doch nun brauche ich sie. Du weißt, dass ich großen Wert auf meine Privatsphäre lege. Und ich lege großen Wert darauf, dass meine Pläne ordnungsgemäß funktionieren. Ich danke dir für all die Informationen, die du für mich gesammelt hast. Du kannst noch aufhören. Es ist nicht zu spät. Ich kann. Doch ich werde nicht. Doch das Schicksal ruft nach mir. Und wo wir davon sprechen, meine Einladung, sie steht noch. Kommet und sehe, wie ich alles repariere, was du vor 30 Jahren zerstört hast. Schließ dich mir an und seh zu, wie die alte Zeit wieder aufblüht. Ich kann nicht. Mein Platz ist hier. Eine Schande. Es ist beinahe schmerzhaft zu sehen, wie wenig du dich verändert hast. Ich habe mich mit dem abgefunden, was ich nicht ändern kann. Du sollst das auch einmal probieren.
gesprochen wie ein wahrer Feigling. Ich habe ohnehin keine Verwendung für dich. Nicht mehr. Wir sehen's, alter Freund. Oder auch nicht. Was war bitte dieses Kapitel?